Das Essay heißt Paris, Bruder, und es ist mit einer kleinen Widmung. Ich glaube, die Person merkt's. Paris, Bruder, weil ich Mobb Deep höre. Ich erzähle oft von früher. Allerdings lebe ich im Heute. Es ist 2017, ich kipp'n Fick. Mein Bruder scheißt auch drauf. Ist bald vorbei. Tut auch gar nicht weh. Ist wie wenn eine Liebschaft nur noch Erinnerung ist. Und man sich nur noch an das Gute erinnert. Sex, aber nicht an den Streit. Gestern habe ich eine West-Berlin-Maskulin-Vinyl mit Pakti und so aus den 1990ern bestellt. Obendrauf Nike Air Force Weiß als High-Top. Die Paris-Reise ist wie immer verschoben. Dafür war ich mit dem Bus heute beim Mediamarkt. Kopfhörer umtauschen. Hab ein besseres Modell als das vorherige gekriegt. Hab einen Bratte getroffen. Ich sehe ihn seit unserer circa 15 Jahre langen Bekanntschaft mal öfter, mal seltener. Die Welt, in der wir beide leben, ist manchmal krass groß oder so klein. Wir sehen uns halt seit Jahren und haben Sympathie füreinander. Wir waren auf Partys zur gleichen Zeit. Seit paar Monaten weiß ich, dass wir zum selben Friseur Haare schneiden gehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich dann in Paris irgendwann bin. Ich laufe die Champs-Élysées entlang. Schau. Und dort am Schaufenster. Da steht er. Und überlegt, ob er eine Jacke kaufen möchte. Die Jacke ist wahrscheinlich schwarz. Ich sag dann sowas wie, geil, dass du hier bist, Bruder, Mann. Paris, Alter, war ja klar, dass ich dich hier treffe. Komm, jetzt trinken wir das eklige französische Bier. Du weißt, was ich mein, Bruder. Wir trinken dann bald ein Bier. Sky is the limit. Und an das Jahr 2017, es soll sich ficken, ich schwöre. Rest in peace, Prodigy von Mobb Deep. 2017, fick dich, weil der Sex war scheiße, aber dein Essen, das ging klar. 2017, lass Freunde bleiben. Welche, die voneinander erzählen, aber sich nicht treffen oder so 2017, du verstehst. In diesem Sinn, das war für dich, Bruder. Und ein Fick auf 2017. Die weißen Nike Air Force kommen, ich freue mich. Alles Gute, M-A-T-E aus dem Atelier.